Potenzgesetze für rationale Exponenten. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Potenzgesetze aufgeschrieben. Die gelten nur für Exponenten, die rational sind. Hier ist R bzw. S, das sind ja Exponenten. Diese müssen rational sein. Das bedeutet, die sind erstmal positiv. Und ein rationaler Exponent könnte sein, 2,5 wäre ein rationaler Exponent. Also a hoch 2,5 oder 7 hoch 2,5. 7 wäre dann die Basis und 2,5 der rationale Exponent. Man könnte auch hinkommen als Exponent 7,4810 mal 8 hoch 2,45. Das sind alles rationale Exponenten. Ne? Jetzt fangen wir mal bei der ersten Regel an. Wir haben hier zwei Basen, die miteinander multipliziert werden und zwei Potenzen sozusagen, die miteinander multipliziert werden. Unterschiedliche Exponenten. Dann können wir das hinschreiben als a hoch und dann die Exponenten zusammenaddieren. Zweite Formel wäre a hoch r mal b hoch r. Unterschiedliche Basen, a ist unterschiedlich im Vergleich zu b, aber gleiche Exponenten, beides sind r. Dann kann man a mal b in Klammern schreiben, hoch r. Dritte Regel hier, a hoch r, diese a hoch r ist eine Potenz, a ist die Basis, r ist der Exponent. Das Ganze in Klammern. Und wieder potenziert mit einer anderen Zahl, also mit S. Dafür kann man dann hinschreiben A hoch R mal S. Also im Exponent, den müsste man dann ausrechnen, was R mal S ist. Ne? Zum Beispiel ist R 2, S ist 3, dann wäre das 2 mal 3 sind 6, A hoch 6 oder A wäre 4, 4 hoch 6 müsste man dann ausrechnen. Ne? Vierte Regel hier, A hoch R. Geteilt durch a hoch s, wir haben zwei gleiche Basen mit einer Divisionsaufgabe. Hier haben wir oben einmal r im Exponent und unten im Nenner haben wir s als Exponenten. Da muss man einfach hinschreiben, das ist nichts anderes als das gleiche wie a hoch r minus s. Das, was im Nenner steht, müssen wir also minus nehmen, also minus den Exponenten. Erst die fünfte Regel. A hoch R geteilt durch B hoch R. Hier haben wir gleiche Exponenten, aber unterschiedliche Basen. Hier hatten wir gleiche Basen, unterschiedliche Exponenten R und S. Hier haben wir unterschiedliche Basen A und B, aber gleiche Exponenten. Dafür kann man dann hinschreiben A geteilt durch B in Klammern hoch R. Wenn wir diese Klammern hier auflösen würden, dann schreibt man über das A ein R. Und über das B würde man auch ein R schreiben. Das heißt, wir sind dann wieder zu diesem Schritt hier am Anfang wieder hingekommen. Genau, das sind schon eigentlich alle Potenzgesetze für rationale Exponenten. Ja, das war's schon.